Moin Moin, Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Tasting Video auf meinem Kanal. Ich bin Euser Violet und ich freue mich, dass du bei mir reinschaust. Und heute habe ich mal wieder einen Octomore bei mir auf dem Tisch. Genau genommen den Octomore 15.3. Ja, Octomore kennt man, glaube ich. Die haben ja so ein bisschen den Ruf der raurigsten Whiskys am Markt überhaupt. Und ein paar Worte zu Octomore. Da hatte ich schon mal zwei bei mir auf dem Kanal, den 12.1 und den 13.3. Da habe ich auch ein bisschen mehr zu Octomore an sich erzählt. Schaut da gerne mal rein, wenn ihr ein paar mehr Infos haben wollt. Gehört auf jeden Fall unter das große Dach von Bruichladdich. Und dazu gehört dann auch noch Port Charlotte, also Bruichladdich ist so das große Ganze. Dann noch Port Charlotte kennt man mit diesen, ich sag mal, leicht rauchigen Dingern. Und dann eben dem Octomore. Ja, Octomore ist der Name einer Farm, die es schon sehr, sehr, sehr lange Zeit gab auf Isla. Das ist ein Isla Whisky. Und diese Farm produziert auch heute noch das Getreide, was hier in diesem Whisky drin ist. Und dort in der Nähe von der Farm gibt es halt diese Lagerhäuser und nach der wurde dann eben der Octomore benannt. Und ist doch sehr beliebt, muss ich sagen. Ich mag den auf jeden Fall sehr, beziehungsweise die letzten zwei Abfüllungen hier, das finden wir gleich noch raus. Und da würde ich sagen, gar nicht weiter lange drüber gequatscht, kommen wir auch schon zum Whisky. So. Das ist, wie gesagt, der Octomore 15.3. Der ist heftig rauchig, muss man sagen. Wirklich heftig rauchig. Der hat 307,2 ppm. Ich lunsch mal schnell, dass ich die Zahlen hier durcheinander haue. Genau. 307,2 ppm. Das heißt Parts per Million. Also Anteile auf 1 Million Anteile. Und ist der zweitrauchigste von Bruichladdich abgefüllte Whisky überhaupt. Es gibt noch den 8.3 Masterclass, der hatte 309,1 ppm, also knapp drüber. Ob man es wirklich rausschmecken würde, weiß ich nicht. Auf jeden Fall liegt er trotzdem von den Zahlen her knapp drüber. Und das ist schon heftig. Also wenn man so diese Isla Whiskys nimmt, so diese Durchschnitts Isla Whiskys, die man so kennt, die alle so zwischen, ja, so um die 40 ppm liegen, bisschen drüber, bisschen drunter. Und das Ding, das hat über 300. Ja. Wurde auch mit erhöhtem Alkoholgehalt von 61,3% abgefüllt, also auch schon heftig 4% auf dem Kessel. Ist nicht gefärbt, nicht gefiltert, kommt jedes Jahr kommt eine Serie raus. Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3. Ist 100% Isla, also das heißt, das Getreide, was hier benutzt wurde, wurde auch auf Isla angebaut, eben in der Octomore Farm, ich glaube 2 Meilen entfernt von der Brennerei und den Lagerhäusern. Ansonsten, was bleibt mir noch zu sagen, ist 5 Jahre alt, wurde 2018 destilliert mit der Ernte von 2017. Das kann man auch gut nachvollziehen. Und im Internet kann man sich das noch genauer angucken. Also da haben die das wirklich sehr, sehr detailliert aufgeschlüsselt. Da kann man wirklich mal reinschauen. Und als Fässer wurden 69, also die Anteile, die hier drin sind, 69% First Fill Bourbon und 31% First Fill Sherry Fässer Hogsheads aus Jerez, Spanien. Ja, so setzt sich der zusammen. Und da würde ich sagen, kommen wir auch schon zum Whisky an sich. Von der Farbe her, bleiben wir mal bei der Farbe. Er ist nicht gefärbt, 5 Jahre alt. Und ich weiß nicht, ob man es hier sieht. Also die Farbe ist relativ hell für einen 5-Jährigen. Sollte das jetzt nicht weiter verwunderlich sein. Auch wenn da ein Sherry-Anteil drin ist. Man sieht eine leichte Färbung, sieht appetitlich aus. Aber die Octomores sind ja eigentlich nie so richtig krass doll dunkel. Aber zur Farbe sage ich immer nicht so viel. Einfach, weil ich selber nicht so gut sehe und euch da auch keinen Quark erzählen will. Kommen wir auch schon zur Nase. Erstmal unverdünnt bei über 61%. Und was hier halt immer wieder auffällt, was mir bei den Octomores immer wieder auffällt, die haben krass viel Rauch drin. Über 300 ppm. Aber es ist in der Nase nicht so schlimm. Also ich finde, der Rauch hält sich sehr zurück. Es wirkt auf jeden Fall sehr rund, sehr ausgewogen. Ich habe hier Vanillenoten drin.
Tropische Anklänge habe ich hier drin. So einen trockenen Rauch habe ich hier, so ganz leicht so Räuchernoten. Einen süßen Honig habe ich. Butterscotch, aber vielleicht so ein bisschen wie, als wäre der geräuchert, so geräucherter trockener Butterscotch. Der Honig allerdings sehr süß. Und der Rauch ist wirklich sehr dezent, sehr dünn. Das ist eher so ein bisschen wie, ja, so wie getoastet. Also nicht so dieser typische, krasse, dreckige Rauch, sondern wirklich wie so eine Art trockener Toastrauch, wenn ich es jetzt mal so nehme. So Anklänge von Räuchern. Also als hätte ich jetzt irgendwie ein Stück Holz oder irgendwas genommen, hätte das jetzt angekokelt, das dann so ein bisschen geschüttelt, dass es halt nicht mehr qualmt und dann daran gerochen. Ausgewogen, vollmundig, schön in der Nase. Der Alkohol ist unglaublich gut eingebunden. Also für 61% habe ich hier nichts Sprittiges, nichts Stechendes, nichts Schlimmes irgendwie. Vanillenoten habe ich hier mit drin. Und allgemein sehr elegant. Und eine leicht, wirklich ganz leicht salzige Note im Hintergrund. So ein Anklang vom Meer, aber wirklich nur so ein Anklang. Und eben diese frische Zitrusnote, die jetzt hier noch mitkommt. Eine ganz frische Zitrusnote. Alles in allem wirkt er jetzt nicht schwer, nicht überladen von Rauch. Frisch, fruchtig, süß. Mit so einer trockenen Schmorrauchnote. Aber ich werde jetzt hier mal ein bisschen Wasser hinzufügen. Bei über 61% ist das dann doch schon ein bisschen sehr heftig. So. Kann gut was vertragen. Und mit ein bisschen Wasser gucken wir mal. Oh ja, jetzt geht er noch ein bisschen mehr auf. Jetzt wird er cremiger, karamelliger. Die Vanille kommt mehr durch. Der Rauch kommt jetzt auch ein bisschen mehr raus. Nicht viel, aber der geht jetzt so ein bisschen auf. Der wird jetzt irgendwie locker. Jetzt habe ich doch so ein bisschen so diesen Schmorgeruch oder diesen Brandgeruch jetzt doch schon so ein bisschen mit Qualm in Verbindung. Der süße Honig ist da. Die Vanille ist da. Toffee. Ja, so Toffee, so eine Toffee-Note habe ich hier. Eine ganz trockene Toffee-Note. Als hätte man diesen Toffee so ein bisschen angebrannt. Und so ein bisschen so, also zuckrigen Karamell, so Zuckerkaramell. Und über dem liegt dann nochmal diese frische Zitrusnote. Also man sollte wirklich, wenn man den im Glas hat, erstmal ohne Wasser probieren. Also hier wirklich ein bisschen rumprobieren, ein bisschen rumtesten, auch gucken, wie der sich verändert. Macht wirklich Spaß, der ist auch wirklich sehr gut in der Nase ausbalanciert. Und tja, der wirkt jetzt auf jeden Fall, obwohl er 5 Jahre alt ist, auch nicht so krass jung. Also man merkt, der ist jetzt hier nicht irgendwie so 20 Jahre alt oder so ein Methusalem, aber er wirkt jetzt auch nicht irgendwie zu jung. Also die kriegen das echt gut hin. Mega, gefällt mir richtig gut. Und da würde ich schauen oder würde ich sagen, schauen wir mal, was er auf der Zunge zu bieten hat. Cheers auf euch. Prost! Und jetzt im Mund habe ich auf jeden Fall mehr Rauch. Nicht so heftig. Nicht so heftig, wie man denkt. Auf jeden Fall eine ganze Ecke mehr Rauch. Es ist immer noch süß, cremig. Vanille habe ich jetzt hier mit drin. Jetzt habe ich auch noch so eben diesen so zuckrigen Karamell habe ich hier, diesen karamellisierten braunen Zucker habe ich jetzt hier noch mit drin. Genau, dann habe ich diese Räucheraromen drin, so ganz, ganz leicht. Ich habe jetzt hier auch noch so tropische Früchte drin. Eine Kiwi ist hier mit drin, habe ich ganz, ganz selten. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal eine Kiwi hatte. Eine Ananas, aber nicht so eine, die schon so ein bisschen drüber ist, sondern noch so eine relativ junge Ananas mit ein bisschen mehr Säure. Leichte Zitrusnoten habe ich hier. Der Honig ist mit drin. Eine leichte Schokoladennote ist auch noch mit dabei. Der Rauch wirkt schön warm.
Der hüllt das alles ein, aber ohne zu überfordern. Also da finde ich jetzt irgendwie so ein, keine Ahnung, wenn ich jetzt mal so Standards daneben stelle, zum Beispiel so ein 10er Artback oder 16er Lacovolin, da finde ich die dreckiger. Da sind die wirklich so dunkel, dreckig. Habe ich jetzt hier gar nicht. Das ist wirklich so ein schöner, mummeliger, gemütlicher Rauch. So ganz dick irgendwie, aber ohne jetzt irgendwie Aschenbecher oder so dreckig rüberzukommen, so Kaminschlot oder so, überhaupt nicht. Wirklich angenehm. Einen ganz leicht speckigen Anklang hat er schon. Und hinten raus habe ich jetzt auch so eine leichte Salzigkeit, so eine leichte Salznote. Unglaublich angenehm. Man hat gut Druck auf der Zunge. Man kann hier wirklich schön bei der Prozentzahl mit Wasser spielen. Also einfach probieren, ein paar Tröpfchen reingeben, wieder mal probieren. Jetzt habe ich das natürlich relativ schnell gemacht hier für das Video. Ich habe den allerdings auch schon mal probiert. Ich habe den schon mal auf einer Messe probiert und auch zu Hause noch mal in Ruhe probiert. Ich habe mir hier gut was abfüllen lassen als Sample. Auf jeden Fall die Zitrusnoten sind da. Also wirklich ein richtig schöner, leckerer, guter, auch süffiger, muss ich sagen. Also er ist trotzdem süffig. Also hier muss man schon aufpassen. Ne? Hey, soll ich mal die Rutsche darauf laufen? Klar. Einen echt guten Whisky. Vom Finish her habe ich jetzt der Honig, da kommt mit. Dieser karamellisierte dunkle Zucker kommt jetzt noch mit. Was auch noch mitkommt, ist jetzt so ein tropischer Anklang, den ich jetzt auch im Mund hatte, den ich die ganze Zeit schon mit hatte. Jetzt ist das aber eher so eine Kokosnuss, die jetzt hier mitschwingt, als würde man jetzt, ja, genau, als hätte man vorher irgendwie, ja, so irgendwas mit Kokosnuss gegessen oder eine Kokosnuss genascht. Sowas. Die Zitrusnoten sind im Abgang weg. Der Rauch hält noch ein bisschen, aber auch nicht so dieser dreckige Rauch, dieser Lagerfeuerrauch, auch nicht wirklich phenolisch, sondern wirklich so ein dicker, mummlicher, ja, wie so ein dicker, mummlicher Teppich, in den man sich so einwickelt. Sehr angenehm, der ist nicht überfordernd. Also, wenn ihr jetzt Rauch nicht so gerne mögt, probiert den mal oder probiert mal einen Octomore überhaupt. Lasst euch darauf ein. Diese Kombination zwischen Süße, Karamell, Cremigkeit, Vanille und diesen heftigen Rauch, den ich jetzt hier habe. Beziehungsweise der Rauch ist ja nicht so heftig, aber diese 300 ppm, die auf dem Etikett stehen, die passen wirklich gut zusammen. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, bei diesen krass, super, super doll rauchigen Whiskys, eben so wie hier, eben 300 plus Prozent, ist jetzt so ein subjektives Empfinden von mir, dass diese Rauchigkeit ein Stück immer ansteigt, ansteigt, ansteigt und ab einem gewissen Punkt nimmt man die dann gar nicht mehr so krass wahr. Also man merkt, ja, da ist rauchig, okay, da ist vielleicht auch ein bisschen anderer Rauch drin, schon irgendwie, da muss mehr drin sein oder wie auch immer, aber es nimmt nicht unbegrenzt doll zu, diese Rauchigkeit. Also es macht dann irgendwo Stopp und dann bleibt das dort und dann sackt das so ein bisschen ab. Keine Ahnung, wann das liegt. So ist mein Empfinden. Auf jeden Fall ist das vom Abgang her relativ lang. Es löst sich dann irgendwann auf. Klar, aber wirklich sehr, sehr schön ausgewogen, angenehm. Der macht Spaß. Der macht richtig Spaß. Ja, bevor wir jetzt zu meinem Fazit und eventuellen Empfehlungen kommen, wie immer erstmal ein paar Worte zum Preis. Ja. Der Octomore erscheint in mehreren Ausführungen. Es gibt immer diese laufende Nummer. Hier habe ich den 15 und dann eben Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3. Ja, die sind sehr preisintensiv. Der Punkt 3 hat irgendwie ist da ganz vorneweg. Das ist so mit der teuerste von denen meist. Ja, so viel unterscheiden die sich nicht, aber auf jeden Fall der teuerste. Und der liegt jetzt bei durchschnittlich. Die große Flasche 70 cl bei 200 €. Kriegt man natürlich auch billiger, kriegt man natürlich auch teurer. Wenn man halt ein bisschen sucht, findet man alles. Eine große Flasche 200 €. Ist natürlich schon eine absolute Hausnummer, muss ich mit dazu sagen. Ja, und dann kommen wir, würde ich sagen, zur Empfehlung und meinem Fazit. Ist es eine Empfehlung vorweg, ohne große Umschweife von mir? Definitiv ein Ja. Daumen nach oben. Das ist eine klare Empfehlung. Ich persönlich mag die Octomores sowieso sehr, sehr gern. Ich bin Rauchfan und das hier sind wirklich Rauchgehalte, also PPMs,
die sind jenseits von Gut und Böse. Aber auch wenn diese krasse Zahl draufsteht, die sind nicht überfordernd. Und ich würde sagen, sogar jemand, der sich nicht so sehr mit Rauch anfreunden kann, der wird Spaß daran haben. Einfach, weil dieser Rauch nicht so heftig rüberkommt, wie man es vielleicht denkt. Ansonsten ist der sehr gut gemacht, der ist ausgewogen, da stört nichts. Also die wissen wirklich, wie sie es machen. Die sind nicht alt, die Dinger, aber die wissen mit den wenigen Jahren wirklich, was die dort machen. Der macht einfach Spaß. Wenn man den im Glas hat, weiß man, man hat einen guten Whisky im Glas. Und ich würde fast behaupten, die meisten, natürlich nicht alle, Geschmäcker sind immer individuell und verschieden, aber die meisten Leute, die den Octomore mal im Glas hatten und mal richtig probiert haben, sich darauf einlassen, werden auch weiterhin, würde ich sagen, Octomore verfolgen. Ist natürlich so eine Sache wieder mit dem Preis. Ist der Preis gerechtfertigt? Ja, Whisky wird immer teurer. Whisky ist halt ja ein sehr teures Getränk. Die Preise steigen und wir alle wissen, es gibt nach oben hin kein Ende. Man kriegt Whiskys in, ja, das sind Zahlen, die kann ein Normalsterblicher gar nicht handeln, wo das dann oben irgendwo dann so endet, wenn es überhaupt mal endet. 200 Euro sind eine ganze Stange Geld, ist eine riesen Latte an Geld, die man da hinlegen muss. Aber ich finde, hier ist es schon angemessen für mein Empfinden. Normalerweise sind das Preise, die ich persönlich jetzt nicht für Whisky ausgebe. Also ich habe auch einen großen Octomore da und diverse andere sehr teure Whiskys habe ich auch da, aber eigentlich gebe ich das nicht aus, das ist eher die Seltenheit. Bei dem muss ich aber sagen, man weiß, was man kriegt. 100% Eiler, also vom Getreide übers Machen und so weiter, also alles, was dazugehört, kommt von dort. Die Leute wissen, was sie tun. Da sind sehr gute Whiskys. Ich brauche es nicht wiederholen, wie gesagt, ausgeglichen, ausgewogen, eine schöne Balance, schöne Noten, wirklich, da stimmt alles. Der Alkohol unglaublich gut eingebunden, 61% und selbst ohne Wasser stört da nichts in der Nase. Also da hat man auch Qualität im Glas, definitiv. Also da hat man, ja, für mich ist es das dann schon wert, sich den einfach mal zu gönnen, ist dann natürlich auch die Ausnahme. Wenn er jetzt sagt, nee, das wäre mir viel zu teuer für so einen Tropfen und dann ist das Ding hier auch bis 5 Jahre alt und um Gottes Willen. Absolut cool, absolut richtig. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich persönlich finde es für mich persönlich ja angemessen, kaufe mir aber auch nicht jedes Jahr davon eine große Flasche. Ich habe einen Octomore da, einen großen. Ich hole mir jedes Jahr die Samples, lasse mir da auch manchmal ein bisschen mehr abfüllen. Im letzten Jahr habe ich mir von dem 13.3 war das, habe ich mir zum Beispiel 10 CL abfüllen lassen. Da hatte ich mal einen guten Preis, einen sehr guten Preis gefunden. Ja, auf jeden Fall von mir 2 Daumen nach oben, rockt das Ding. Mich würde es interessieren, wie ihr zu Octomore steht, wie ihr den findet, wenn ihr den schon mal im Glas hattet, den 15.3 oder allgemein, was ihr zu Octomore sagt und ob es euch genauso geht wie mir, dass diese extrem hohen Zahlen wie hier um die 300, also hier über 300, aber generell so diese extrem hohen PPM-Zahlen, die Octomore da so rausschleudert, ob ihr auch dieses Empfinden habt, dass man es irgendwann gar nicht mehr so krass wahrnimmt. Also das ist zwar heftig Rauch drin, aber er schmeckt einfach nicht mehr so heftig. Man nimmt den einfach nicht mehr so krass wahr. Ja, schreibt es gerne in die Kommentare, fühlt euch da frei. Ansonsten hoffe ich, konnte ich euch den ein bisschen näher bringen, konnte euch den ein bisschen mehr erläutern, heute mal ohne so krass ausschweifend zu werden. Und ja, ich würde mich auch freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben da lasst und mir auch ein Abo da lasst, falls ihr es nicht schon gemacht habt. Vielen lieben Dank im Voraus dafür. Freut mich. Und ja, den lasse ich mir jetzt noch schmecken. Ich hoffe, ihr kommt gut durch die Woche. Ich habe gerade eine sehr, sehr spannende und interessante Woche vor mir, beziehungsweise die nächste Zeit. Ich weiß nicht, ob es noch eine Woche ist. Ich erwarte nochmal Nachwuchs und das ist, ja, da gibt es einiges zu tun. Und mal gucken, ob dann nächste Woche ein Video rauskommt oder ob dann vielleicht mal eine Woche ausfällt. Seht es mir nach. Auf jeden Fall wird es weitergehen hier bei mir auf dem Kanal. Ich habe Bock, ich habe Lust und habe noch sehr viel Whisky und sehr viel große und kleine Flaschen im Schrank stehen. Und ja, es wären natürlich nicht weniger, sondern eher noch mehr. Und die würde ich natürlich alle gerne mit euch zusammen verkosten, probieren. Und ja, dann mit euch gemeinsam hier an der Stelle besprechen. Gut, wie gesagt, euch erstmal noch eine schöne Woche. Passt auf euch auf. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder bei mir reinschaut. Und bis dahin,
Lasst es euch gut gehen und schmecken lassen. Auf euch. Cheers.